die Worte, die mir jetzt gerade nach diesen zwei intensiven Tagen hier zum MusikautorInnenpreis einfallen, sind auf jeden Fall Austausch. Familientreffen. Wertschätzend. Autorinnen. Ehren. Autoren. Divers. Auch empowernd. Vielfältig. Vielschichtig. Anerkennung von Kreativität. Für den Deutschen Musikautorenpreis 2020 als Juror habe ich zugesagt, weil die GEMA mir eigentlich in meinem Leben sehr viel gegeben hat. Also wenn man gefragt wird, in einer Jury oder in einer Kommission zu arbeiten, dann finde ich das spannend, im Austausch zu sein, andere Kolleginnen, Kollegen aus ganz anderen Branchen kennenzulernen. Und auch Leuten eine Stimme zu verleihen, die vielleicht jetzt nicht auf den allerersten Blick immer gehört werden. Deren Vision quasi nochmal auf eine Bühne zu bringen, das Ganze mit einem Preis zu ehren. Ich glaube, es ist was Gutes. Als man mich damals anrief, ich sei nominiert, habe ich gedacht, das ist ein Fake. Ich habe nicht geglaubt, dass irgendjemand weiß, dass es mich gibt. Und das ist für mich ein ganz, ganz großer Ansporn, die Kolleginnen und Kollegen zu ehren. Ich finde es wichtig, MusikautorInnen und Autoren im Vordergrund zu stellen, weil diese Leute oft auch im Hintergrund bleiben. Ich denke, dass oftmals bei Preisen sehr vom Erfolg her geschaut wird und nicht immer unbedingt wirklich von der kreativen Leistung sozusagen am Anfang, dem Glutkern, der Essenz des Schaffens her. Und ich glaube, das wird bei diesem Preis doch ein bisschen mehr in Betracht gezogen. Ohne Autoren und Autorinnen kein Werk, keine Musik, kein Film, kein Text. Dabei sind es die, die es schaffen, eben so komplette Gefühlswelten runterzuschreiben, die uns auch berühren. Ein PreisträgerIn muss für mich mitbringen, dass er oder sie wirklich eine eigene Stimme hat, einen eigenen Kosmos. Also ich muss der Person abnehmen, dass das was ist, was sie wirklich sagen möchte. Wo kommt jemand her? Wo geht er hin? Wie setzt er sich auseinander? Wie experimentell ist er? Wie spannend ist das, was derjenige oder diejenige macht? Ein würdiger Preisträger muss den Wunsch haben, etwas ganz Großes zu schaffen. Sollte Innovationsfreude und nochmal Innovationsfreude mit sich bringen. Natürlich gehört eine Portion Handwerk dazu, das ist ganz klar, egal ob in meiner Kategorie oder in allen anderen. Er muss Trends erkennen, Trends schaffen. Nicht unbedingt beweisen, aber einfach zeigen, dass die Person es schafft, wandelbar zu sein. Nicht aufgeben und die Balance zwischen Business und Kreativität finden. Ich glaube, was die Musikautorinnen und Musikautoren mitbringen, die wir hier ehren, ist eine ganz große Hingabe für ihr Genre, für die Musik.